Dann hole ich dich mal hoch auf die Stage und sage Hallo und herzlich willkommen auf Moin. der Live-Stage beim Admiral Mina. Und dieses Gespräch wird aufgenommen und aufgezeichnet und später auf YouTube veröffentlicht. Ist das für dich in Ordnung? Ja, das ist so übelst ja, aber YouTube muss nicht sein. Ja, darum geht es ja, dass wir es halt hochladen dürfen. Okay. Ist das für dich in Ordnung oder nicht? Nee, eigentlich nicht. Okay, dann würde ich dich bitten, zu der unteren Stage vielleicht zu gehen, weil diese wird meist nicht auf YouTube aufgezeichnet. Okay. Okay. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. Dann nehme ich gleich den nächsten. Dann bitte ich Udo23. Hallo Udo. Dieses Gespräch wird aufgezeichnet und später auf YouTube veröffentlicht. Wir sind live auf Twitch. Ist das alles für dich in Ordnung oder hast du Alles ebenfalls Einwände? super. Alles in Ordnung. Dann stellt sich mir die Frage, wie bei vielen anderen auch, bist du schon vegan oder wirst du tatsächlich Nee. noch töten? Wie, ne? Ich bin noch nicht vegan, nee. Du bist noch nicht vegan, okay. Was sind die Gründe, weswegen du noch nicht vegan bist? Ja, die Gründe sind auf jeden Fall so eine der Hauptgrund ist auf jeden Fall die Umstellung halt, die beziehungsweise die Faulheit bei mir, die da noch ist, ne? Ja, ist natürlich ein großer Faktor, dass man in seiner Bequemlichkeit fest sitzt. Aber musst dir vorstellen, du bist jetzt gerade zu Hause und jetzt in dieser Minute, wenn hier eine Minute vergangen ist, sterben 1400 Tiere. Wessen Leid ist jetzt Aber schwieriger? nicht durch Ihr, mich, deins ne? oder... Das muss man auch kurz sagen. Die sterben ja nicht Naja, durch mich, ist es auch. ich will dir bloß gerade diese Info mal mitgeben, dass du ein Gefühl dafür bekommst, was tatsächlich gerade auf dieser Welt passiert. Ja, ich Und stelle mir auch auch viele durch Menschen, ne? deinen Konsum ist es ja so, dass Tiere für dich sterben, weil du gehst in den Supermarkt und kaufst dort ein. Ist richtig, oder? Ja. Ja. Also ja, beim Bauern halt oder beim Biohändler, aber jetzt nicht direkt bei der Massentierhaltung, aber ja, gut. Ist ja ähnlich. Okay. Ja, es ist ähnlich, weil der Prozess ist Beide ja der sterben ja, ne? gleiche. Beide sterben, genau, das hast du schon richtig erkannt. Ob da Und einer macht es schön das dann gelebt hat oder richtig? schlecht, ist ja im Endeffekt dann ja Hm. nicht so wichtig. Das ist richtig. Na klar, vieles ist nicht Und. richtig, das ist dann klar auch nicht richtig, Tiere zu töten, Hm. aber im Endeffekt werde ich jede Aber. Nacht gleich gut schlafen. Ob ich jetzt ein Tier getötet Ja, habe, ob ich das im natürlich. Hintergrund weiß oder ob ich das nicht weiß. Ja, natürlich. Wirst du in deinem Bett liegen und friedlich einschlafen? Ist ja halt so, weil du eben nicht in der Position bist, mit dem Tier zu tauschen. Aber wenn du in der Position wärst, das mit dem Tier tatsächlich zu tauschen, würdest du dir wünschen, es wäre anders? Würdest du gerne, dass es Selbstverständlich. aufhört? Ja, Selbstverständlich will ich und nicht umgebracht dann. werden. Ja, und genauso möchten die Tiere das genauso nicht. Die wollen Ich genauso vermute mal, leben die wie wollen du und das ich. nicht. Aber Naja, aber vermuten du tue ich hast das, dich aber jetzt wissen in. tue ich im Endeffekt das nicht. Okay, aber du hast dich jetzt in die Lage des Tieres hineinversetzt, das kannst Ja. du. Und hast gesagt, hey, das würde ich für mich selber nicht wollen. Ja. Aber ich kann ja auch für mich Ne? sprechen und sagen, mir schmeckt Ketchup nicht so, ne? Das Genau. ist individuell. Genau. Du kannst für dich sprechen und die Tiere können das nicht. Und nur weil es irgendjemand auf dieser Welt nicht kann, für sich selbst zu sprechen, und da gibt es ja auch ganz viele Menschen auf dieser Welt, die ebenfalls nicht für sich sprechen können, heißt das ja nicht, dass wir denen aufgrund unserer Faulheit und aufgrund unserer Gewohnheiten denen wehtun dürfen, oder? Ja. Udo? Mhm. Also. Fällt es dir eigentlich jetzt schwer, ins andere Regal zu greifen, sodass kein Tier mehr für dich leidet? Ja gut, wenn es so einfach wäre, nur ins Regal zu greifen, das war's dann. Dann würde ja jetzt heute auf morgen vegan werden. Wäre doch einfach. Du kannst ja auch in den Supermarkt gehen und dort das vegane Produkt kaufen.
Na gut, du hast aber noch viele Supplements, die du nehmen musst. Was für Supplements müsstest du denn deiner Meinung nach nehmen? B12 definitiv, das ist ja schon Muss. Und dann noch Kreatin. Ja. Das gibt es ja sonst nur im Fleisch. Das wären schon zwei Supplements, die ich nehmen muss täglich. Du musst tatsächlich nur Vitamin Ja B12 gut. nehmen. Aber das ist anderes für meinen eigenen Und Gebrauch. Und das habe ich ja definitiv zu dem Fleisch drin, so, ne? das Vitamin B12 kannst du zum Beispiel bei einer Zahnpasta aufnehmen. Ich gehe davon aus, du putzt früh und morgens Zähne. Richtig? Und damit wäre dein Vitamin B12 gedeckt. Ja. Ja. Aber du hast ja gesagt, dass wir so umgreifen, ne? Das ist andere egal. Ja, natürlich, Da wäre ja weil noch ein du bisschen mehr. Du musst ja bis da mit dem jetzt. Scanner da gucken und so. Und dann musst du dann noch zubereiten. Ich sag's mal so, aus Also. meiner Meinung, ne? Ich finde veganes Kochen ein bisschen schwieriger als so mit Fleisch. Da hast du ein bisschen mehr zu achten. Okay, tatsächlich steht ja überall dran, dass es vegan ist. Ja, Also gut. Nicht überall. an den meisten Dingen steht es dran. Daran kann man sich sehr gut orientieren. Es gibt ein veganes Zeichen, daran kann man sich orientieren. Und wenn ich nicht weiß, ja, wir haben alle ein Handy. Wir haben alle ein Handy und können das benutzen. Ne? Nee, das ist ja Hat das Ding. Das ist mir die man zu Bequemlichkeit nicht wert. 95% auch Na klar, hab ich nenn dir. bei sich. Immer. Immer hab ich nenn dir dabei. Ja, siehst du. Also, Und bei mir wäre das viel zu da aufwendig, zu jedem kannst Produkt du. hinzulaufen, das dann zu scannen, das dann zubereiten, dann Echt, findest überlegen, du nee, was es? mache ich mir das? Tatsächlich habe ich die Schwierigkeit, ich muss jedes Produkt umdrehen und muss es lesen. Warum Und du denn das? müsstest, weil ich nicht alles essen kann. Und selbst dieses Produkt umzudrehen und kurz zu lesen, ist tatsächlich nicht schwer, weil irgendwann, also nach einer Woche maximal, ist ein Gewöhnungseffekt, schaust du über diese Liste und siehst, oh, vegan. Aha. Oder in dem Fall, du siehst ja, ob das aus einem Fleischstück besteht. Meist steht es auch vorne groß dran, vegan oder vegane Leberwurst oder vegan Aufschnitt, Käse, Simply We. Also es gibt bestimmte Marken, die kann man definitiv sehr leicht voneinander unterscheiden. Und ich Ja. glaube, lesen kann jeder. Und du auch. Na klar. Ja. Und was hält dich Was soll jetzt ich noch jetzt davon dazu ab? sagen? Ja. Wie gesagt, auch wenn es einfach wäre, da sind ein paar Etwas zu Aspekte, die ändern an gefallen mir seiner halt nicht, Handlung? ne? Was gefällt dir Ja nicht? gut. Mir gefällt da, ich muss auf viele Sachen verzichten und das wird dann mit Bequemlichkeit, das wäre dann für mich praktikabel Ich nicht verzichte möglich. tatsächlich auf So. mehr, aber wenn ich meine Aber dann, du Freundin bist ja dazu anwähle, die angewiesen, verzichtet ne? auf nichts. Du bist ja darauf angewiesen, wegen deiner Gesundheit, hast du ja Kann gesagt. auch Gluten trotzdem essen. Wahrscheinlich Und aber das nicht so Einzige, gut, ne? was. Ich verarbeite es bloß anders. Absolut grottig, aber darum geht es nicht, weil hier geht es nämlich um das Leben eines anderen. Und zwar der weiterleben will. Ja. Und das bist in dem Fall ja nicht du, weil du hast das Recht, das Leberecht auf dieser Erde. Und genauso sollten die Tiere das auch haben. Ja. Ja. Was soll ich Und denn hier jetzt hast du dazu ja groß sagen, bloß ne? etwas. Und viele Produkte, die man ja auch mag, gibt es tatsächlich auch vegan. Viele? Und außerdem, na natürlich, ne? Du kannst veganes Hack zum Beispiel kaufen von Rügenwalder Mühle. Du kannst von Like Meat das Sojageschnetzel kaufen. Schmeckt ähnlich aufgrund der Gewürze wie dieses Hähnchenfleisch zum Beispiel. Oder ich kaufe manchmal Aber der das ist ja den gar nicht mehr vegan. veganen den veganen Döner, ne? Wenn du natürlich dann deine Produkte außerdem gefunden hast im Supermarkt und die dir auch schmecken, kaufst du die doch immer wieder, oder? Aber warte mal, du hast ja gesagt, es gibt ja so ein Fake-Fleisch, ne? Das ist kein Sozusagen. Fake-Fleisch, weil das ist ja Soja und aufgrund Ich der mal, Gewürze wird der Geschmack imitiert. Aber vermittelt Und das man ist zum nicht Beispiel durch, wenn man zum Menschen wie Beispiel. dich,
und dass es Menschen wie dich einfacher macht, zum Beispiel diese Umstellung reinzukommen. Du musst das nicht benutzen. Das sind alles Luxusprodukte, aber man kann sie mit dazu nehmen. Und es vermittelt es aber nicht den Eindruck, dass das Fleischessen okay ist, wenn zum Beispiel außenstehende Personen das sehen. Mensch, wenn du jetzt eine vegane Wurst esse. Dass Fleischessen nicht okay ist. Nein, eine vegane Wurst. Die besteht aus einer Pflanze. Ja, aber die vermittelt doch immer noch den Eindruck, dass Fleischessen normal ist. Also wäre ich ja dann nicht komplett. Wenn ich dann jetzt hier einen Hotdog esse und der Hotdog, also beziehungsweise die Wurst aus veganem Soja ist, was man aber nicht von außen sieht, dann vermittle ich doch den Eindruck, dass Fleischessen okay ist. Man also ich sehe da keinen Unterschied zwischen einem veganen Steak und normalen Steak, nur der Geschmack vielleicht. Doch, sonst sehen die echt realistisch aus, diese Dinger, ne? Ja, und? Du weißt doch, dass es vegan ist. Was macht das jetzt einen Unterschied? Das macht einen Unterschied, weil du damit zeigst damit, dass es okay ist, Fleisch zu essen. Die Leute wissen ja nicht, dass es vegan ist. Nein, es ist nicht okay, Fleisch zu essen. Es ist okay, aber das vermittelst du ja damit. Nein. Was vermittle ich denn? Dass ich sage, hey, zu meiner Freundin, hey, guck mal, ich habe hier eine vegane Wurst gefunden, probier die mal. Die ist vegan, dafür musste jemand sterben. Nein, ich meine das jetzt zum Beispiel so. Hey, guck mal, das kannst du ebenfalls probieren, weil geil. Und... Also, ich vermittle nur das nach außen, was ich halt auch anspreche. Ist ja jetzt egal, ob man das jetzt vermittelt oder nicht. Aber es ist dir ja anscheinend wichtig, oder? Ja, aber du denkst da ein bisschen anders als ich. Was soll ich denn jetzt sagen? Auch wenn ich es jetzt nochmal 6-mal erkläre, du hast das ein bisschen anders am Kopf, als ich gerade im Kopf habe. Dieses Beispiel. Ja, dann Beispiel erklärst da. Mir, wie du es im Kopf hast. Dann kann Stell ich es nachvollziehen. Vor. Alles klar. Mitten in der Stadt, du hast da, dir, hast ja gesagt, einen veganen Döner. Hast du da jetzt zum Beispiel geholt irgendwo und isst den? Mhm. Oder zum Beispiel einen Hotdog oder was weiß ich, eine Bratwurst, aber vegan halt, dem Fleisch. Die anderen ausstehenden Menschen, die vorbeilaufen an dir, die wissen ja nicht, dass das zum Beispiel vegan ist. Vermittelt man nicht dann durch den Eindruck, dass das Fleischessen normal ist oder okay ist? Aber ist Fleischessen aktuell normal? Wir leben in einer omnivoren Welt, wo tagtäglich Menschen tote Tiere in sich hineinstopfen. Und du weißt und ich weiß und Kitty weiß, wenn du das isst mit uns zusammen, okay, das ist vegan. Mhm. Es ist vollkommen egal, was jemand anderes denkt. Solange du nach außen genauso vermittelst, hey, ich esse, wenn dich jemand fragt, ich esse hier kein Fleisch, sondern es ist ein veganes Produkt, dafür ist niemand gestorben, ist das doch vollkommen fein. Die Frage ist halt immer, wie gibt man das mit, wie sagt man etwas? Ne? Weil das kannst du eben nur kommunizieren. Das sehen werden das viele tatsächlich nicht. Aber dafür leben wir noch nicht in der veganen Welt. Du kannst es aber anderen genauso vermitteln, nur weil etwas so aussieht, wie es aussieht oder weil es ähnlich schmeckt, heißt das nicht, dass dafür jemand gelitten hat. Ja. Oder? Nee, aber wäre es dann nicht rein theoretisch okay, wenn ich dann ein totes Tier esse? Wenn es dafür. Nein. Also bei natürlicher Tod und das dann nicht esse. Ja, dann. Weil damit ist ja kein Leid passiert. Zum Beispiel an Altersschwäche. Das bedeutet, was. Also du möchtest warten, bis die Kuh 25 Jahre ist und vor dir umkippt. Und dann möchtest Nein, das ist ja nur ein Beispiel, ob das dann okay wäre. Ja, aber das ist ja die Realität, die du jetzt mir gegeben hast. Ne? Du wartest, bis das Tier stirbt. Das heißt, du hast eine Kuh zum Beispiel, die lebt 25 Jahre maximal. Das heißt, du müsstest 25 Jahre warten, von Geburt bis hin zu seinem Tod. Das muss entscheiden, dass sie genau 25 wird. Ne? Das kann auch sein 20 und vielleicht kann man das ja halt im Supermarkt anbieten. Ne? Das ist ja genauso das Gleiche. Aber ist das egal, wäre das von der Moral okay, das zu essen? Wenn das ich würde es tot nicht ist? Essen. Aber wäre es moralisch vertretbar? Ich finde es schwierig. Weil du hast ein Lebewesen, ne? Das genauso fühlen kann wie du. Und kommt bestimmt dieser komische Trade für dich, ne? Wenn jemand stirbt,
würdest du ihn ja auch nicht essen. Mach ja, ich ja eigentlich. Wenn zum Beispiel ein Mensch stirbt, machst du nicht. Bei Menschen nicht, nee. Und nee, bei Menschen der, nicht. Den würdest du zur Ruhe betten. Und genauso ist es doch auch mit dem Tieren. Warum da solltest du das Tier essen? Nur weil es tot ist. Es ist das alt, Tier würde ich essen, weil es tot ist. Ja. Aufgrund. Es ist alt, es ist zäh und erstens, über Geschmack können wir streiten. Erstens, das wäre. Ich würde mehr Nachteile aus dem zweiten rausziehen. Wenn ich einen Menschen essen würde, würde ich viel mehr Nachteile rausziehen, als wenn ich eine Kuh essen würde. Aber der fällt doch auch einfach tot um. Nee, Problem ist halt, wenn ich jetzt einen Menschen esse draußen, dann was würden denn die anderen Leute machen? Würden die dann mich anspucken, würden die mich beleidigen, dann würde ich mich doch beschissen fühlen. Aber du machst dir Sorgen um deine Außenwirkung? Nö, es kann ja sein, dass mich jemand boxt oder sowas. Das kann ja alles Mögliche sein. Ja, weil also Menschen essen ist ja, Sorgen, ist es ja nicht normal. Dann machst du dir ja trotzdem Sorgen, was andere Menschen über dich denken. Richtig? Zum Teil. Und meine eigene körperliche Sicherheit. Also, wenn dir etwas jetzt schon unangenehm ist, ne, bei dem einen Lebewesen, warum sollte es ja nicht unangenehm genauso sein bei dem anderen Lebewesen, was genauso eine Familie hatte? Eine Familie? Ja, natürlich. Ja. Weil die Kuh wird geboren von seiner Mutter. Oder das Huhn wird geboren von seiner Mutter. Ganz einfach, weil ich finde halt, dass ein Mensch mehr Wert hat. Was für einen Mehrwert hat nicht die Mehrwert, Kuh mehr generell. Mir? Mhm. Das ist individuell. Aber ich kann für die meisten sprechen. Du musst, also du nee, musst eigentlich ist es nicht individuell. Na doch, du musst mir ja sagen, ne, woran du das jetzt festmachst, damit ich es jetzt auf mich und auf alle anderen, die da unten sind, ebenfalls anwenden kann. So, dass es dann für alle okay ist. Also so, was alle anderen, also für alle sprechen sozusagen. Was ja, du musst halt etwas finden, wo du jetzt sagen könntest, okay, das ist der Grund oder das ist die Grenze. Ab da ist es in Ordnung, das zu essen. Also ich würde das pauschal sagen, es gibt Intelligenz, da gibt es ja auch wieder solche Beispiele und sowas. Oder Herkunft, nicht Herkunft, Angewohnheit oder was von damals. Okay, deswegen sage ich immer pauschal so, kannst du es ja so vorstellen, wie so eine Stufe. 1 bis 4 oder keine Ahnung, 1 bis 10. 1 ist das. Wo ist die Stufe? Du hast einfach 1 bis 10 vorgestellt. Wo ist denn die Stufe zwischen der Kuh und dem Mio? Von dem Wert. Ja, wo ist der Wert? Wo ist der Wert zwischen mir und der Kuh, wenn wir uns gegenüberstehen? Das will ich dir gerade sagen. Sagen wir mal, 1 ist das Schlechteste und 10 ist das Beste und dazwischen bla bla bla. Sagen wir mal so, der Mensch ist das Wertvollste und Kuh, keine Ahnung, ist 3. Warum? Warum ist die Kuh weniger wert, obwohl sie Milch gibt, genauso wie für ihr Baby, genauso wie ich Milch gebe für mein Baby? Wo ist jetzt der Kuh, Unterschied? Empfindet sie das Kuh mehr. Aber würdest du denn pauschal sagen, dass du ein was mehr... Was empfindet ein, sie mehr? Die Kuh empfindet sich mehr für ihr eigenes Kind als für ein anderes, habe ich gesagt. Ich möchte die Grenze wissen, wo du dir das festmachst, dass du diese Kuh jetzt töten darfst, aber mich nicht. Wenn ich hier, wenn wir beide tot umfallen. Weil du mehr Wert hast. Wenn wir beide zur selben Zeit tot umfallen. Du bist die Stufe 10 und die Kuh ist die Stufe 4 zum Beispiel. Woran machst du das fest? Woran machst du das fest? Festmachen tue ich das einfach an meinem persönlichen Empfinden. Jetzt kann ich Kitty sagen, hey, aufgrund meines persönlichen Empfindens darfst du jetzt diesen Menschen da töten. Du bist weniger wert als die Kuh. Könntest du, weil aber dann wärst du persönliches Empfinden eingeschränkt, ne? Ja gut, aber dieses persönliche Empfinden, ich spreche hier für alle. Ich meine, wenn du Kitty töten du willst, dann ist es ja bisschen für alle, also auch für mich und für Kitty, gleich machen. Also so, dass wir Würdest du denn sagen, dass Kitty mehr wert ist als eine Kuh oder dass sie auf dem Gleichwert sind oder dass sie gleichberechtigt sind an Leben? Ich finde, die haben am Leben genauso Gleichberechtigung wie Kitty hat genau das gleiche Lebensrecht wie die Kuh. Heißt, du würdest keinen von den beiden. Ich würde keinen von beiden töten. Ja, genau. Und wenn du einen müsstest, in einem hypothetischen Szenario? Aber das ist das Szenario. Oder zum Beispiel, okay, nicht töten. Du hast jetzt das nicht so klingt. Einer stirbt, du kannst einen. Geändert, ne? Ich habe es ja kurz verändert, um zu zeigen zu können, dass es ein Widerspruch führt.
Zum Beispiel würdest du, wenn zum Beispiel das eine Klippe, du kannst nur eine Person hochziehen oder ein Tier, Lebewesen, also entweder die Kiti oder die Kuh. Was würdest du dann persönlich sagen? Natürlich würde ich gesagt, persönlich sagen, gleich. Ich würde meine beste Freundin, ja, das war aber das Szenario davor. Jetzt hast du das Szenario verändert, richtig? Ja, aber du hast ja gesagt, beide haben das gleiche Recht zu leben. Ich muss mich jetzt für eins entscheiden. Natürlich entscheide ich mich für meine beste Freundin. Logisch. Ich meine Frage, warum? Warum nicht die Kuh? Die haben ja beide dasselbe Recht auf Leben, hast du ja gesagt. Ja, natürlich, die haben beide das gleiche Recht auf Leben. Und ja. Ich finde es genauso, also jetzt kommt meine Begründung, ja natürlich finde ich es schlimm, wenn diese Kuh stirbt. Das ist nicht gerecht. Mhm. Aber dennoch ist natürlich dieser Mensch, Kitty, aufgrund von Emotionen, und da sehen wir aber Emotionen, sind unterschiedlich, würde ich sie natürlich retten, aufgrund meiner Emotionen. Aber wenn ich die Wahl hätte, keinen... Aber wenn ich die Wahl hätte, keinen zu töten, weil wir sind ja in Deutschland, ja, dann würde ich tatsächlich keinen töten. Weil es ist ja, das, was du vorgeschlagen hast, gerade war ein extremes Szenario. Ja, vollkommen. Und ich lebe in einer realen Welt, wo ich die Entscheidung habe, zwischen Leben und Tod zu entscheiden. Also entscheide ich mich für das Leben, was einem anderen Lebewesen zusteht. Und entscheide mich deswegen pflanzlich mich zu ernähren. Also du hast ja gerade eben gesagt, dass du aufgrund Emotionen eher die Kitty retten würdest, da du sie ja wahrscheinlich schon ein bisschen länger kennst. Und wie würde es dann sein, wenn du mit einer Person keine Emotionen hast, mit irgendeinem Fremder und eine Kuh? Ja, dann würde ich aufgrund, ja, weil es meiner menschlichen Rasse natürlich angehört, den Menschen retten. Okay, worauf folgen wir darauf? Dass wenn ein Mensch generell mehr Wert hat als ein Tier. Aber du lässt mir ja bloß die Wahl. Ja. Ich muss einen töten. Du gibst mir nicht die Wahl. Nee, falsch, du musst einen retten. Du kannst so einen retten. Ja, oder retten und töten. Doch, Leben und Tod, ne? Also du entscheidest immer noch über Leben und Tod. Ich könnte aber auch beide retten. Richtig. Ich könnte auch beide retten. Das ist das Problem. Das geht ja nicht in dem Szenario. Doch, es geht ja im realen Leben, weil ich könnte ja beide retten. Indem ich es einfach lasse. Na klar, vollkommen richtig, aber in einem hypothetischen Szenario, da überprüft man ja die Moral und da Realität kann natürlich, ich darf ja auch keine Menschen töten, und aber das ist keine Gesetzesdebatte, oder? Ich möchte natürlich gerne in der Realität bleiben. Ja, aber gut, und dann darf ich auch keine Menschen töten. Und du setzt mich jedes Mal setzt du mich in eine Extremsituation. Was würdest du denn lieber wählen? Würdest du lieber Hitler töten oder 10 Hundebabys? 10 Hundebabys oder Hitler? Also, das ist ja ganz klar, die 10 Hundebabys, der Mensch hat halt 2 Millionen getötet, aufgrund des Leidens. Und das weißt du aber beziehungsweise, nicht, weil der ein Baby ist. Okay. Na gut, wenn ich nicht weiß, würde ich den Menschen retten. Wenn ich nicht weiß, was diese Person macht, dann kann ich auch nicht wissen, was in Zukunft passiert. So, ne? Und ich hab dich natürlich aufgrund deiner Emotionen, deiner Willkür, geprüft. Ne? Du würdest auf der einen Seite, wenn du es nicht wüsstest, dass dieser Mensch tausende von Leben tötet, würdest du natürlich die Hundebabys retten. Wenn ich nicht wüsste, dann würde ich den Menschen nehmen. Halt. Ich habe dich in eine Extremsituation gebracht. Und jetzt habe ich gesagt, ey, okay, ich habe das Hypo verändert. Du weißt es nicht, was der demnächst machen wird. Und jetzt würdest du aber den Menschen retten. Vollkommen also richtig. Ich lasse dir gar nicht die Wahl, beide am Leben zu lassen. Ja. Merkst du was? Vollkommen richtig. Ich merke, dass wir gerade auf den Punkt gekommen sind. Zum Beispiel, ich habe ja gerade eben auch mich entschieden, was mir generell mehr Leid verursacht. Ne? Und wenn du jetzt einen Menschen fallen lassen würdest, die Klippe, dann hättest du im Endeffekt mehr Leid. Also ich würde mehr Leid, wenn ich einen Menschen töten würde, als wenn ich ein Tier töten werde, weil der Mensch mir generell wert ist. Aber, das hast du ja auch gerade bestätigt. Du bist in beiden Fällen den Menschen retten. Und jetzt, würde ich dir ein Beispiel geben. Du bist jetzt in dieser Welt, ne? Du bist jetzt in dieser Situation. Du sitzt hier an deinem Rechner. Ja. 2023, jetzt um diese Uhrzeit. Du hast die Möglichkeit, das Tier zu töten oder ein pflanzliches Produkt zu kaufen und niemanden zu töten. Was willst du? Willst du den Tod oder willst du das alle leben dürfen?
moralisch gesehen würde ich natürlich auf jeden Fall den Nicht-Tod nehmen, ne? Das ist ja klar. Dafür spreche ich auch, glaube ich, hier die meisten, ne? Aber wiederum, was ja, dann für ich möchte ja deine Moral anderes, überprüfen. Bitte? Ja, bei dir haben wir auch gerade geschaut. Da gab es ja auch einen Widerspruch. Aber ist ja, ja jetzt egal. Und ich setze dich in eine Situation, ne? In eine ganz normale Situation, jetzt hier. Was würdest du wählen? Leben oder Tod? Für das Lebewesen. Leben. Ja, also. Dann handel danach. Ja. Weil du würdest ja aus deiner Moral heraus sagen, hey, das Leben, ne, ist wichtig. Na klar, das Leben ist das höchste Gut, ne? Ja. Und genauso geht's den anderen Lebewesen auf dieser Welt. Also, ja, deswegen, und ja, wenn du dich jetzt auch, ne? dagegen entscheidest und weiter das machst, was du davor gemacht hast, dann ist es so, dass du gegen deine Moral schießt. Dann bist du unehrlich. Und willst du unehrlich sein? Das warst du aber an einem Punkt auch. Das warst du an einem Punkt auch, das muss ich mal kurz sagen, ne? Naja, aber ich habe dich jetzt in dieser Minute gefragt. Ja. Jetzt in dieser Minute würdest du leben lassen oder nicht? Und ich würde... Hab ich schon gesagt. Du hast mir auch die Frage vorhin gestellt, würdest du leben lassen oder nicht, ne? Wenn wir in einer Normalsituation wie dieser jetzt hier wären, ich würde leben lassen. Genauso wie du. Und ich handle auch danach. Also ja, handel du auch danach. Ich handle teilweise danach. Schwer. Soweit, wie es praktikabel möglich für mich ist. Ich handle zum Beispiel, ich passe auf andere Sachen auf. Zum Beispiel, ist das Toiletten... Richtig? Ja, vollkommen richtig. Ja. Ist das Toilettenpapier vegan? Ja, ich habe heute eine Lieferung. Ja, ja, bekommen. Nee, ich habe so, tut mir leid, ich wollte 54 Rollen. Ja, ich passe halt auf, generell bei sowas auf oder beziehungsweise bei Kleidung und sowas. Das, weil da habe ich mir auch mal so ein Video angeschaut, wie die Tiere da. Echt, das, ja, das ist scheiße, war ne? Lebens, deren Pelz rausgezogen wird. Das natürlich, darauf gucke ich natürlich, weil Baumwolle ist ja für mich kein und Unterschied. Und das ist oder scheiße, ne? Wenn dem wehgetan wird. Ist es scheiße, wenn jemandem wehgetan wird? Na klar, deswegen verzichte ich mir auf sowas. Ja, und genauso aber wie gesagt, soweit die praktikabel Tiere, die sterben für Hunger. Was ist nicht praktikabel möglich? In den Supermarkt zu gehen gesagt, und ja, das veganes, ist irgendwie nicht möglich. Nee. Veganes Produkt zu kaufen, dann bist du ein Heuchler. Gut, das kann man jetzt auf beiden Seiten so sagen, aber ich persönlich probiere schon mein Bestes zu tun. Das kann man nicht auf beiden Seiten so sagen, weil im Gegensatz zu dir gehe ich in den Supermarkt und kaufe ein veganes Produkt und habe verstanden, dass keiner auf dieser Welt sterben will. Also handle ich auch danach. Ja gut, das kann man jetzt anders sehen, ne? Was siehst du daran anders? Ja, wenn ich das jetzt sage, dann bin ich ja eh gleich wieder von der Stage runter. Das geht dann meistens immer ganz schnell. Raus. Ja, natürlich. Wir wissen, was du daran jetzt anders siehst. Ja, also ich sehe das ganz anders damit. Leid vermeiden. Ich vermeide zum Beispiel an anderen Stellen da, wo ihr nicht vermeidet oder nicht praktikabel dazu in der Lage seid, was viele sagen, das zu vermeiden. Und ich rede davon von da werden Tiere vergast zum Teil, da werden Tiere auf brutale Weise getötet oder leben wahrscheinlich noch für eine lange Zeit in brutalen Umständen, ne? Wo ich dann sage, ja gut, im Endeffekt sind wir beide Menschen, ne? Finanzieren tust du es nicht, aber... Worin finanziere ich das? Indem du Produkte einkaufst. Zum Teil, das kannst du leider nicht vermeiden, aber ja gut, wenn du es halt selber anpflanzen würdest, aber das wäre dann zu unpraktikabel für euch. Ich kaufe Produkte genauso wie du. Weil ich vollkommen ernähren, richtig. Genauso wie du. Der Unterschied ist, ich muss dafür niemanden abmurksen lassen. Ja gut, abmurksen und vergasen oder Lebensraum oder wenn ich jetzt dann oder ich rauskomme. Muss dafür niemanden in die Gaskammer treten, ich muss dafür niemanden vergewaltigen lassen, ich muss dafür niemanden ausbeuten, ich muss dafür niemanden eine Bindungsstörung anbringen, ich muss dafür niemanden psychosomatisch total fertig machen, weil er einfach schwächer als mir ist. Na gut, vergasen tun beide Seiten. Ne? Welche? Wann vergaß ich wen? Ja gut, deine Kartoffeln, die wollen ja, die Kartoffeln, die stehen ja jetzt einfach darum. Ach, jetzt bist du Pflanzenaktivist? Nee, ich rede gar nicht von den Pflanzen, ich rede von den Tieren, die da leben, im Lebensraum. Die Kartoffeln vergaß ich, weil? Oder die Tomaten oder was auch immer, was am Boden halt wächst. Haben die Tiere haben auch Hunger, ne? Haben diese Pflanzen ein Bewusstsein?
Nee, ich rede auch gar nicht über Pflanzen. Pflanzen können auch nichts fühlen und bla bla bla. Du Aber ich rede hast über die gesagt, Tiere. du verga ich vergase die Ja, Pflanzen. die Pestizide werden draufgespritzt und Ja, und dadurch, du wenn auch. andere Tiere das essen, vergiften die sich zum Teil. Ich kaufe Oder Bio. wollen gar nicht dorthin. Ich Bio? kaufe Bio. Ja. Okay, dann ist es Bio. herzlichen Glückwunsch. Da vergast du schon mal keine Tiere. Aber immerhin noch Wow. klaust du den Und Lebensraum viele von Tieren. So, andere wenn ich jetzt in dein Lebensmittel. Haus reinkommen würde, Genauso wie würde der du, sich weil. rausschmeißen. Hast du von Ja? uns Kitty zugehört, was so eine Kuh frisst? Nee. Die Kuh ist 50 Kilo. sehr viel Gras und sehr viel 50 Heu. Kilo. Nicht nur Gras, sondern auch Kraftfutter. Und das liegt bei 50 Kilo am Tag. Jein, nicht überall. 120, doch, 100, 120 Liter Wasser am Tag. Und Ja. dafür geht jede Menge Baufläche drauf. Ne? Und dafür werden auch mit Sicherheit Pestizide und Co. angepflanzt, angelegt und rausgehauen. Und ich esse zum Beispiel keine 50 Kilo Pflanzen Ja. am Tag. Richtig? Schaffst du das? Schaffst du das? Nee, Also ich ich esse schaffe keine das fünfzig nicht, ne? Kilo. Ja, und genau so geht nämlich die Milchmädchenrechnung nämlich nicht auf, ne? Wenn ich schon mal keine 50 Kilo am Tag essen kann, aber eine Kuh schon und du eben auch nicht, heißt, wir können uns mindestens zu fünft an diese 50 Kilo Pflanzen ransetzen, während es eigentlich nur eine Kuh frisst. Also wer hätte mehr davon? Die Menschen, ne? Das ist ja klar, aber du kannst ja nicht für alle Schlachthäuser oder für alle Doch, Betriebe sprechen. Das, ich dafür bräuchte man spreche jetzt eine gerade Evidenz. für Das alle ist ja ein bisschen wie Kühe Käse. dieser Welt. Nein, ich meine vom Kraftfutter Weil sie her. Das heißt brauchen ja nicht, dass jede alle Kuh Kraftfutter ist. Kraftfutter, sie müssen alle gewässert werden, die brauchen alle Ja, Ressourcen. vollkommen richtig. Aber Ja, Kraftfutter würde ich und die jetzt brauchen erstmal mindestens zum Teil 50 sagen, Kilo klammern. am Tag. Vollkommen Und das richtig, sind stimme ich überall zu, bis Fakten, aufs Kraftfutter, ne? die Bei ist Industriekonzernen, wo die aber. gerne billig Futter kaufen möchten, um die Tiere voll zu essen schnell, vollkommen richtig. Und wenn du es direkt beim Biohändler einkaufst oder direkt beim Bauern, da ist es nicht immer so der Fall, ne? Da ist Ach es nicht so, immer da so der ist, Fall. dann Da gibt es ja pflügt sich Heu und die Kuh Gras, mit ne? Luft Ne, und mit tollem Liebe. Gras. Okay, dann braucht Mit tollem die. Gras, Ach ne? so, dann braucht die aber ja mehr, weil da sind ja nicht die Nährstoffe Ja. drin, die Kuh braucht. Ne? Ja. Also siehst du Dafür den bezahlt Fehler? man ja auch dementsprechend auch mehr Geld, ne? Du musst ja noch mehr Pflanzen killen und noch mehr Ja. Insekten killen und noch Aber mehr Pflanzen können Pestizide spüren, so, ne? draufhauen. Und ja, hast du mir gerade zugehört? Noch mehr Pestizide ja. und noch mehr Insekten und noch mehr Kleinsttiere töten, weil du dein Fleisch essen willst und immer noch zu Okay. faul bist, ins andere Regal zu greifen. Okay. So hört sich das gerade für mich an. Obwohl wir gerade darüber geklärt haben, dass wir in 2023 leben Ja. und du immer noch ins andere Regal greifen kannst und entgegen dem Tod wirken kannst. Ja gut, aber ist es jetzt moralisch vertretbar, ob man jetzt einen tötet oder ob man jetzt 10 tötet? Es ist moralisch vertretbar, gar keinen zu töten. Ja, aber du tötest ja dem. Weil Das ist du nur willst ein kleines nämlich Beispiel, nicht ne? an deren Stelle stehen. Ja, Ansonsten du genauso schwände dich nicht. ganz Willst du schnell wieder verspritzt an. werden mit Ja, ich. Giften, ne? Willst Hab du ich dir gerade vollgespritzt werden gesagt, mit ich kaufe Pestiziden? Bio ein? Ich hab dir gerade gesagt, ich kaufe Bio ein. Hast du mir nicht Ja. zugehört? Willst du gern, dass jemand in dein Haus reinkommt und dich rausschmeißt? Hä? Oder dich über. Das Lebensraum, ne? Du Ja, schmeißt aber das. Ja, wir die. beide schmeißen raus. Hä? Du Und wie viel schmeißt schmeißt du raus? dementsprechend deine. Ja, viel mehr als du. Deswegen habe ich ja gesagt, ist es Ja. moralisch vertretbar, zum Beispiel, wenn ich eine Person töte oder ob ich 10 Ja, töte? aber du musst ja von irgendetwas leben und ich muss von irgendetwas leben, also kann ich von Pflanzen leben und ich lebe super von Pflanzen seit einem Jahr. Das ist ja schön. Und du kannst Aber es was hat das jetzt mit genauso. dem Beispiel zu tun? Ich habe ja gesagt, ist das moralisch vertretbar, Ja, wenn du eine du Person hast tötest es und ich doch 10? angebracht. Es steht nicht in Nee, ich frage ja Relevanz, dich. ob du eine Person tötest oder 10, Digga, ja? Du hast hier die Wahl, nicht ich töte 5 Leute oder 10. Du hast die Wahl, ich töte gar nicht oder viele.
Also hör auf, die ganze Zeit zu D-Rest. Kann man sich ja nicht mal anhören. Du hast eben gerade von Caesar erzählt bekommen und erklärt bekommen, dass eine rein pflanzliche Ernährung keine leidensfähigen Tiere opfern lässt mit Absicht. Du lässt Tiere vergewaltigen und töten in Massenmordanlagen. Und zu 98% macht diese Tierindustrie Massentierhaltung aus. Also halt die Bubble und werd endlich vegan. Und hör auf, dich mit irgendwelchen Pflanzenaktivisten auseinanderzusetzen. Denn du tötest doppelt so viele, wie ein Veganer es tun würde. Genau, das ist halt der interessante Punkt, warum ich wahrscheinlich nicht so vegan werde. Weil die Personen halt, die das vertreten, wie ihr... Weil du ein Heuchler bist, Digga. Weil du ein scheiß Heuchler bist, deswegen. Eine halbe Stunde, sie hat es dir von Anfang bis Ende eindeutig erklärt. In jedem einzelnen Detail, sogar dass du es verstehen kannst mit deinem Intelligenzquotienten, ja? Sogar eine Kuh hätte verstanden, was sie erzählt hat. Es gibt einen Grund dafür, warum du ein Void bist. Du bist einfach für Logik und Evidenz und für Wissenschaft nicht offen. Du möchtest ein Tierschänder und ein Tiervergewaltiger bleiben. Ich wollte jetzt nicht, dass du dich aufregst. Hast du sehr gut debated.